Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Avatar das Spiel. Im letzten Part haben wir das RDA-Lager aufgemischt, haben dann im Lag beendet und nun werden wir unseren Chef aufsuchen. Ich habe gesagt, ich werde jetzt wieder irgendwo anders starten, als wo ich den Part beendet habe. Weil wenn man das Spiel ja beendet und neu startet, kommt man irgendwo anders raus. Ah, der hatte letztes Mal nur einen Kopf. Stimmt, das hatte ja letztes Mal alles Bugs. Oh fuck, ey, da muss ich jetzt durch. Nein! Das hätten wir. Ich habe mir doch extra dich geholt. Lauf. So, wir müssen hier lang. Du gehst auf, Capiche. Dankeschön. Wir rennen einfach mal durch. So, wir müssen zu diesem Abzweig, schätze ich mal. Ja, kommt hin. Lauf. So, steinige Abgründe. Wow, Gegner. Da drüben, ja, wir haben's. Hey, da ist ein Ah, nein, das ist nur so ein hässlicher Baum. War sogar eben auch schon da. Hey, greif mein Pferd nicht an. So. Alter! Pferd, ey. Tut mir leid. Alter! Okay, es reicht. So. Krieger haben die Splitter gefunden, die du suchst. Geh nach Norden. Beeil dich. Danke, Beidamo. Dein Volk wird dir den Splitter nicht kampflos überlassen. Dann kämpfe. Spielsatz, Sieg. Beidamo will, dass sie den Angriff unterstützen und den Splitter einsammeln. Ja, ach nee. Das will ich auch. Auf in den Kampf! Ja! Ja! Wo sind die Gegner? Da hinten. Mein erster Kill! Super Jumpschlag! Okay, fail. Deine scheiß Knarren kannst du dir nachschieben. Der Splitter gehört mir! Gib den freiwillig raus oder sterbt! Wo ist er? Hallo? Wo ist der Splitter? Nein, du bist nicht der Splitter, du bist die Zellprobe. Muss ich da vielleicht hoch? Ja, ich muss da definitiv hoch. Wow. Hä? Wo sind die? Da hinten. Ey, jetzt lass es mal mit den Granaten, Digga. Das ist nicht nett. Wow. Verpiss dich. Da oben ist der Splitter, ich sehe ihn. Gut, ich kann mich heilen. Da ist schon wieder einer. Diese Schrot ist scheiße. So, Mission abgeschlossen. Und zwar Mission, nicht Ziel. Geil. 33.060 EP. Mowgli Pack. Episch. So, gehen wir mal hier runter. So, ich habe euch ja gesagt, gebt ihr mir freiwillig oder sterbt und ihr wolltet sterben. Beidamo. Ah, das scheiß Fahrgestell. Ja. Ich töte es lieber jetzt schon mal. So. Geil, ich habe sogar was dafür gekriegt. Okay, aber was ich eigentlich tun wollte, ist mich jetzt porten. Das ist über mir, gell? Ja. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Du bist auf meiner Seite, gell? Ja, die Lilan gehören zu uns. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, deswegen werde ich jetzt mit Hilfe des Teleportbaums herausfinden. Beziehungsweise ich weiß halt nicht, wo genau jetzt dieser Pfeil ist, denn diese Map-Systeme in diesem Spiel ist einfach nur kacke. Man hat nur diese Minimap da unten, man kann die Map nicht vergrößern, außer man hat so einen hässlichen Teleportbaum. Also, wo müssen wir hin? Super. Warte mal, das würde klappen, wenn ich mich hier hin porte. Ja. Genau. Dann einfach den Weg folgen. Los geht's. Dankeschön. Oh, hier gibt's Krieg. Wieso kommst du in unser Dorf? Dankeschön.
So, aber jetzt welchen Weg? Ich glaube hier hoch, gell? Oder? Muss ich hier hoch? Nein. Nein. Warte, ich habe mir nämlich was gemerkt. Ich muss da runter, ja. Und es ist bitteschön ohne zu sterben. Geht das? Ja, so halbwegs. Okay, ich bin tot. Heil dich. Jetzt hau die kaputt. Hä? Warum habe ich jetzt wieder kein Leben? Gut. Ja, da muss ich jetzt hoch. Und zuerst mal dich ausschalten. So, gleich sind wir oben. Okay, es dauert eine Weile. Nein, nichts Belohnung verfügbar. ESK drücken. ESK, genau, SK. So. What? Gibt's einen Weg? Ah, da hoch. Okay. Hier, ganz oben sind wohl keine. Ah. Ryder, Kendra hier. Ich habe schlechte Nachrichten für Sie. Gute Nachrichten wären auch zu langweilig. Falco hat befohlen, die Weiden zu zerstören, wenn seine Gorillas die harmonischen haben. Dann werden sie den Seelenbrunnen nie finden. Sie müssen hin, bevor sie die nächste harmonische zerstören. Ja, hier bin ich ja letztes Mal hoch, wo ich dann umgedreht bin, weil ich gewusst habe, dass wir hier noch nicht hin müssen. So, jetzt werden wir halt mal ein paar harmonische retten müssen. Was geht ab? Tanjala. Die Kunde von deinen Taten eilt dir voraus. Gut gemacht, Traumwandler. Danke, Tanjala. Wir haben es fast geschafft. Eile jetzt zur Weide. Du musst das Lied holen. Ich werde bald mit Ikran zurückkehren, damit wir nach Hause reiten können. Klar doch. Oho, offenes Gelände. Was bist denn du? So, jetzt kann ich wieder Spielchen spielen. Was ist hier los? Muss ich mich hier beeilen oder was? So, einen. Zwei. Drei. Da oben sind Gegner. Ja, da oben sind definitiv Gegner. Aber die werden mich hier nicht aufhalten, mein Lieber. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit euch allen. Ausrasten. Ich muss da hinten sogar hin. Da hinten. Unser Sieg und Ziel plattert. Hey, oh. Hörst du das Lied? Ja, nichts wie weg von hier. Dieser Ort fliegt gleich in die Luft. Wir müssen zum Kilotral zurück. Nimm deine Ikran. Wir reiten. Okay. Dann lass uns nach Hause reiten. Oh. Oh. Das Gebiet war doch verloren. Immerhin haben wir unser Lied, also unsere Mission ist geglückt. Wir haben das, was wir wollten. Wieder zurück in den Hausbaum. Jetzt können wir wieder eine epische Zwischensequenz sehen, wie wir unser Lied spielen, nämlich vor diesem Sandbehälter, wo diese Steine hinabfliegen. Und dann können wir auch schon das nächste Lied suchen. Und das nächste wird unser letztes sein. Vier Lieder brauchen wir, drei haben wir in unserem Besitz. So lautet der Standpunkt. Oh Mann, ey, wie ich da immer aufs Neue hochlaufen muss. Ich hasse dich, du stehst auch immer an derselben Stelle. Ich glaube, ich habe dich bis jetzt in jedes Mal, wo ich neu hierher kam, getötet. Oder besser gesagt, angegriffen und dich gehasst. Schauen, ob das auch noch beim nächsten Mal so sein wird. Hey ho, was geht ab? Die Hoffnung für unseren Clan wächst. Wir sind kurz davor, den verlorenen Seelenbrunnen zu sehen. Berichte, was Iva dir mitgeteilt hat.
Das hoffe ich. Wenn wir ihn nicht bald finden, wird dieser Planet dem Erdboden gleichgemacht. Der Wald wird heilen und die Herzen der Leute ebenfalls. Doch jetzt, bitte, das Lied. Dritte Strophe, bla. Ah, super Singpult. Das Hauch des Schicksals geht voran. Steine fallen immer in dieselbe Richtung. Ist dir das nicht mal aufgefallen? Ich glaube, deine weisen Taten bringen nichts. Du betrügst mich! Viele aus dem Volk glauben an dich. Aber trotzdem fürchten einige den Tatutgeist in dir. Lass mich raten. Beidamo. Er gibt dir für vieles die Schuld. Er sieht dich nicht. Er sieht nur Tod. Suche nun Tanjala. Lass dich von ihm zu deiner nächsten Reise leiten. Ein Lieb fehlt noch. Ha, geht doch logisch. Was geht ab, Tanjala? Bock auf eine Tasse Tee? Jetzt reist du nach Xanitar. Besorge das letzte Lied. Sei vorsichtig. Beidamo ist dabei, die Hoffnung aufzugeben. Falls du scheiterst, wird er sich gegen dich stellen. Mit Bey werde ich fertig. Sein Problem, wenn er nicht sieht, dass wir auf derselben Seite stehen. Sei auf der Hut. Viele glauben, du wärst die Niave Mokri. Beidamo glaubt das nicht. Er schärft seinen Speer. Ist mir scheißegal. Tanjala möchte, dass sie nach Kblabla fliegen. Was geht? Ui, Blaue Lagune ist Wotulu. Ikenmaya. Was ist das da hinten? Scheiß drauf. Reisen. Jo. Unsere letzte Bastion. Bevor wir alle vier Lieder haben und den Seelenbrunnen finden können. Oh yeah. Auf geht's, auf geht's. Auf geht's, auf geht's. Auf geht's, auf geht's. Auf geht's! Okay. Naja, solange Beidamo ja dabei ist, ist ja alles okay. Oh Gott, ey, das sieht ja noch zerstört aus. Voll. Das ist einfach nur eine freie Fläche. Kommen wir irgendwo raus, wo es Krieg herrscht oder wo wir... Oh Gott, ey. Hey, so eiskalt einfach drüber fliegen. Was geht ab? Todeskiller Rider ist hier. Was geht ab, Beidamo? Was geht? Ich habe nicht aufgegeben. Wo ist der Splitter? Im Osten, wo eine Himmelsmaschine abgestürzt ist. Geh, geh mir aus den Augen. Mit Nachdruck. Beidamo will, dass sie den Splitter bei der Abschlussstelle holen. Geht klar, Boss. Und er verpisst sich jetzt, oder? Nein, der geht andere, in anderen Gebieten kämpfen. Okay, erstmal den heiligen Brunnen hier aktivieren. Der ist anscheinend schon aktiv. Gut, dann suchen wir jetzt unseren Splitter. Komm mal her. Wow, wir werden gleich attackiert werden. Los! Los! Raus aus sicherem Gelände, wo wir hier so eiskalt stehen. Ich verpiss mich. Ich habe jetzt nämlich keine Lust zu kämpfen. Du kannst ja schießen, was du willst. Gott, sie haben wieder diese Kriegsmaschine dabei. Oh, unsere Krieger. Wow, so eine Waffe will ich auch haben. Jetzt kommen sie ja sogar schon mit Helikoptern. Hier ist die Schlacht wohl im vollen Gange schon. Aber es interessiert... Oh, aktivieren. Seeboden leck. Mann, ey. Geht der Leck auch vorbei? Ha? Wäre es möglich? Wäre es möglich, dass der Leck auch wieder vorbeigeht? Okay, Leute, ich schau mal kurz, was das Problem ist. So, ich hoffe, der Leck hat sich jetzt verpisst. Ich hoffe es einfach mal. Schneller! Ja klar sind wir da draußen. Du kannst mein Pferd nicht erschießen, Digga. Ich mach, was du willst. Aber dieses Gebiet sieht schon ganz nice aus. Hat zwar viele, viele, viele freie Flächen, was mir nicht sehr gefällt. Wow. Da man hier ziemlich leicht getötet werden kann. Oh, da hinten ist es schön. Aber sonst ganz okay. Wo ist der Splitter? Wo? Wo ist er? Hallo? Sollte er nicht hier irgendwo sein? Achso, da hinten jetzt.
Wow, fast alle down hier. Da hinten! Da hinten! Was ist los? Nein, nein, nein! Nein! Ganz, ganz böse Idee gewesen, mein Lieber. Wenn der jetzt nämlich kaputt ist, dann kann ich ausrasten. Ziel erreicht. Ja, ist kaputt. Ziel erreicht. Ja, logisch. Mhm. Wer war das? Wer hat meinen Splitter gestartet? Jetzt können wir gar nicht mehr gewinnen. Dafür werdet ihr alle ausgerutscht. Aufgabe begonnen. Aufgabe begonnen, ha? Gib mir mein Pferd wieder. Pferd, komm her und ich schlag dich. So. Jetzt sofort dahin, wo wir hin müssen. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wenn der Splitter kaputt ist, können wir gar nicht mehr gewinnen. So. Oh, Leg kommt back. Leg kommt mir viel zu arg back. Da hinten ist ein Brunnen. So. Leute. Der Leg ist mir jetzt nämlich, oh, mega zu stark, ist sogar hängen geblieben. Ja, also gut. Ich werde den Part hier beenden. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.